Servus Leute und willkommen zurück zu Die Landwirtschaft 2017. Ja, wir begeben uns jetzt mit dem Gruber auf den Acker und werden schauen, wie das Grubern funktioniert. Grubert, ja? Ah, warte mal. Hebe ihm noch einmal. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte eigentlich Gruber schließen. Ah, cool. Der hebt da hinten noch einmal die Walze aus, deswegen hat er auch nicht sozusagen die Backerwalze. Deswegen hat er nicht gegrubert. Finde ich eine coole Animation. Und das finde ich spannend, ob er jetzt grubert. Und wie der Boden danach ausschaut. So, wir werden einfach mal eine Spur nach vorne fahren. Ah, da kannst du halt wirklich die Geschwindigkeit schwer steuern. So. Und ich verstehe die Doppelbelegung leider noch nicht ganz. Wieso das mal, wieso ich da die LP brauche. Grubertextur. Sonst so die Feldtexturen, muss ich ehrlich sagen, schauen nicht einmal so schlecht aus. Es fehlt halt ein bisschen das Hochauflösende noch. Aber ja, das sind halt Geschmackssachen. Die Grafik ist jetzt nicht das Bombastische. Aber sonst so beim. Halt, da sieht man halt wieder, dass sie sich einiges. Dass die Staubpartikel nicht so extrem sind, dass aber die trotzdem die Klumpenpartikel schön sind, halbwegs. Aber es fehlt halt an den Animationszeug noch einiges an die Konkurrenz, die gerade am Markt ist, anzuschließen. Und da muss ich jetzt auch was sagen, halt, wir haben im letzten Part schon kurz drüber geredet. Es gibt ja bei dem professionellen Farmer, der Landwirt, keine Ahnung was. Die Spiele schon ziemlich gleich oder ähnlich immer aus, beziehungsweise vom optischen her. Ich weiß nicht, ob das an der Entwicklungsumgebung dran liegt oder ob das am Entwickler selber liegt. Ich bin mir da nicht sicher, nämlich halt, es ist auch immer schwer herauszufinden, wer jetzt wirklich der Entwickler ist, weil jedes Mal mehr andere sozusagen in den Credits drinnen steht. Deswegen ist es auch so, kann man da jetzt nicht wirklich sagen, okay, ja, die haben jetzt schon den vierten, fünften Teil und es ist noch immer nicht besser geworden. Aber wenn das der erste Teil ist, ist es nicht so schlecht gemacht. Man kann halt nie ein Spiel perfekt machen, gleich beim ersten Mal, weil man einfach viele Dinge einfach erst mit der Zeit mitbekommt. Aber wenn das halt das sechste Teil oder so irgendwo schon ist und man liefert dann solche Sachen ein bisschen ab, halt kein Tempomat, das ist die Geschwindigkeitsregelung. Ich kann zwar jetzt schön auf 10 km/h halten, das Ganze, und ich hoffe, dass die Musik nicht lizenziert ist, weil sonst kann ich nachher das ganze Zeug vergessen, zumindest den Ingame-Sound und so weiter. Aber das werden wir dann schon sehen, wenn ich es hochlade. Ist es ein bisschen mau. Halt, da hat mir persönlich der Landwirt, den was ich letztens gespielt habe, sozusagen im Herbst irgendwann war das, oder war das im Sommer, oder war das letztes Jahr schon? Ich habe keine Ahnung, irgendwann habe ich den, ich glaube der Landwirt 2016 war das, der hat mir besser gefallen. Einfach von dem Fahrverhalten, von den Maschinen, vom Aussehen her. Es kommt halt da wirklich auf die Tiefe nach an, was man hier machen kann. Ich weiß, es gibt da irgendwas mit Strohballen und dass man die auch nachher mit der Hand oder so irgendwas, habe ich schon gesehen. Beziehungsweise auch anderes Zeug halt wie, keine Ahnung, Schweinetz, es gibt verschiedenste, wie man oben sieht, Nährstoffgehalt, Feuchtigkeit, Pflanzenart, gegrubert, Pilzbefall, Insektenbefall. Also man muss ein bisschen auf mehr Tiefe, man geht auf mehr Tiefe hinein als beim LS, was ich ziemlich geil finde, weil das fehlt im LS meiner Meinung nach und deswegen macht es ihm auch, für mich jetzt nicht sozusagen gerade ein bisschen eher langweiliger. Das ist halt hier wieder vorhanden. Es kommt halt immer darauf an, wie nachher wie das in die Tiefe hineingeht von dem Spiel. So, jetzt habe ich da 83%. Ab wann ist ein Feld fertig? Ja, bremsen gehört, weiß nicht. Die haben einen Wendekreis wie ein Schiff, kommt man so vor teilweise. Leider. So, hinunter mit dir. Weil jetzt kann ich jetzt probiere schon wieder hinzutifteln. Bis ich auf den 10 km/h bin, kann es manchmal passieren, dass ich schon am Ende wieder des Feldes bin. Und das, was ich auch gerne mache, das An- und Ausheben, ist halt hier ein bisschen mühsam. Weil er das mit den verschiedensten Tastenkombinationen, aber das kann halt an mir auch liegen. Und dass die Kamera so immer herumschwenkt. Leider. So,
sagen wir 90%, sollte ich eigentlich das Feld fertig haben. Wenn ich die Spur habe, schätze ich einmal. 95, 98. Nein, das ist sich nicht ausgegangen. So, letzte Spur noch. Halt, man sieht hier wieder, dass es die 100%, dass immer ein Feld fertig gemacht wird. Halt, man wird die Felder auch nicht größer machen können oder sonst irgendwas. Sondern die bleiben einfach so, wie sie sind. Ja, ich weiß das jetzt. Und ich soll mir jetzt wahrscheinlich die... ich schätze mal, dass ich jetzt die Seemaschine holen soll. Aber wir machen auf jeden Fall das noch fertig. So, habe ich jetzt gehoben. Hydraulics senken. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich noch das hier machen. Aufklappen wieder, dass ich ihn nachher abstellen kann. Und dann geht es wieder in Richtung Hof zurück. Und was ich auch gesehen habe, ihr seht rechts unten die Karte. Da seht ihr so schwarze Stellen auf der Straße. Also Tunnel sollen das sein. Und es wird die ganze Karte, man muss zwischenladen. Das finde ich ein bisschen heutzutage bei so einem Spiel, darf das nicht sein. Das ist einfach, es muss eine offene Welt sein, meiner Meinung nach. Und da kann ich nicht zwischenladen machen. Was machst du jetzt? Was machst du? Komm, heb den Scheiße. Und koppel ab, bitte. Wieso kannst du da drinnen nicht abkoppeln? So, ich verstehe das nicht manchmal. Und ja, zwischenladen geht meiner Meinung nach nicht. Aber, ja. Ist so. Und kann ich jetzt auch nicht verhindern. So, danke das Gülle aus dem Gülle-Silo auf. Ja, okay. So, jetzt müssen wir nur herausfinden, wo das Gülle-Silo ist dort vorne. Und ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt... Okay, Zunhammer haben sie als Marke drinnen, weil sie dürfen da den Namen benutzen. Ich weiß auch nicht, wie das da sozusagen... Warte mal, Y ist befüllen. So, 30.000 Liter bringen wir da hinein. Achso, nein, das ist der Gülletank. So, gut gemacht. Die Gülle muss nun auf das Feld verteilt werden. Um den Dünger abzulassen, musst du das Gülle fast öffnen, wenn du dich... Ja, das ist mir schon klar. Das sparen wir. So, dass er wieder befüllt. Irgendwo war ich jetzt gerade. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ah ja, das mit den Ladesequenzen. Es darf meiner Meinung nach fast nicht sein, dass da Ladesequenzen zwischen den in einer Map auftreten bei sowas. So, wie breit wird denn das Ding sein? Das ist wieder so eine Sache. So, Gülle verstarten. Tut dir schon was? So, tut ihr jetzt auf der Stelle auch was abladen oder nur wenn ich fahre? Es schaut so aus, wie wenn ich nur wenn ich fahre und es ist ziemlich schmal. Oh mein Gott, glaube ich. Bin mir nicht sicher, das ist nur so breit wie das Güllefass. Scheiße. Das Geile ist, ich kann jetzt einfach im Kreis fahren, weil der startet eh immer automatisch. Und braucht nicht ein- und ausschalten. So, fahren wir ein bisschen in der Innenansicht einmal. Dann sehen wir wenigstens nicht, was dahinter uns passiert. So, so außerhalb fahren. Zack. Mit 35 km/h Gülle fahren. Das ist auch geil. Also vom Innenleben Fahrverhalten her. Schaut schon geil aus, wo du sozusagen die Wellen hast und so weiter. Da bewegt sich die Kamera wirklich geil mit. Da muss man ehrlich sagen, dass die starre Kamera beim LS ein bisschen zart. Wenn du sie nicht selber mitbewegst. Aber sonst ist es so. Gerade in der Außensicht, dass es sich immer wieder in die eigene Position zurücktut, ist halt ein bisschen nervig manchmal. So. Und ich hoffe, dass wirklich die Musik nicht ist, weil sonst haben wir ein bisschen Probleme mit mir. So, jetzt ist halt die Frage, komme ich da um die Kurve? Ja, geht sich aus. Schön. Es ist auch cool. Ah, so, hol die Seemaschine von Geräteschuppen. So, dann müssen wir das wieder ausschalten. Ich verstehe noch nicht ganz. Jetzt habe ich die Feuchtigkeit 75. Aber ich habe Nährstoffgehalt 100%. Wieso habe ich jetzt eigentlich Gülle gemacht, wenn ich eher einen Nährstoffgehalt von 100% habe? Das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich brauche nur Gülle machen, wenn der Nährstoffgehalt zu wenig ist. Eigentlich. Oder zweigentlich. So, da haben wir die Seemaschine dann. Wir werden aber das Gülle fast wieder dort hinten hinräumen. Ah, und ich wollte ja noch was schauen. Ich wollte auf die Spiegel jetzt mal schauen. Wenn man nachher verfahren am Feld, ob da eine Feld, ob die Spiegel auch irgendwie funktioniert oder ob die Spiegel einfach nur irgendwas anzeigen. Was ich fast jetzt gerade vermute, leider.
Weil ihr seht, es wird teilweise so komisch angezeigt, irgendwas, halt, keine Ahnung. Entweder sind da komische Kameras ausgewählt. So. So, das ist. Das Saatgut aus der eigenen Ernte kann für den Wiederaussaat verwendet werden. Alternativ kannst du später auch Saatgut vom Reisreifenhändler im Dorf kaufen. Ja, das ist mal ganz klar. Das ist nämlich bei den Spielen immer so, dass man direkt unter das Silo fahren kann normalerweise. Wir sollen ein bestimmtes Saatgut natürlich holen. Weil wir dürfen nicht irgendwas holen. So, jetzt machen wir aber kurz noch einmal ein bisschen. Ein bisschen die Musik noch leiser. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht. Es ist zwar gerade. In der Innenansicht ist nämlich auf einmal der komplette Motorsound weg. Es stimmt so in echt ein bisschen auch, dass die Maschinen sehr leise werden. Aber nicht unhörbar innen. So 1000 Liter Brasen rein oder eine Tonne genau genommen. Das Saatgut aus dem Silo kann jederzeit auf dem Acker ausgesät werden. Die Sämaschine erfüllt dabei mehrere Aufgaben. Zugleich sie zieht rein, legt den Samen gleichmäßig tief ab und bedeckt sie wieder mit Ernte. Ja, das ist mir schon klar. So. Auf das Feld. Ich glaube, ich kann relativ schön in der. Ja, ich tue jetzt nicht Hydraulik senken oder sonst irgendwas. Wir werden da mal das machen. Da tut er irgendwas jetzt aufklappen. Keine Ahnung, was ganz genau. So, und dann werden wir das Ganze senken. Dann werden wir einfach loslegen. Ja. Das finde ich noch immer schade. Ach, wieso kriegt das keiner so richtig hin? Dass man Geschwindigkeiten ein bisschen, alter LS, bringt sie jetzt schon langsam hin. War aber auch lange so, dass sie es nachher nur mit den Tempomatstufen irgendwie regeln haben können. Und wenn du das deaktiviert hattest, das funktioniert auch unendlich schnell fahren. Dass die nichts hinbringen, das Saatbild schaut aber geil aus. So können wir aussteigen, denke ich jetzt auch gerade. Nein, ich glaube, ich kann nicht aussteigen jetzt irgendwie. Oder? Gibt es da eine Taste? Ich hätte es gerade eh probiert. Select ist es auch nicht. So, das ist Licht an. Na, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich jetzt gerade aussteigen kann. Ist auch jetzt nicht so schlimm. Ich wollte mir nur genauer das Saatgut, halt das Saatbild anschauen. Das schaut schon cool aus. Halt die Bodentextur gefallen mir eigentlich nicht einmal, sind nicht einmal so schlecht. Aber ich sehe halt mit 40 halt mal fast. So. Und die Bienennerven oder keine Ahnung, Gelsen, Fliegen, können mit der Zeit auch nerven. Ah, das ist schon geil. Die Kameraführung gefällt mir. In der Innenansicht. So. 90%. Ups. Bremsen ist ein bisschen haarige Sache, wenn du mit Vollspeed unterwegs bist. Wieder zu wenig zurückgeschoben. So, komm. Schnucki. Rein da. So. Wir sollen das ja nicht fertig sehen, aber ich mache das trotzdem fertig, weil ich hasse es, wenn es nicht so schön ausschaut. So, jetzt machen wir da wieder das hier. Perfekt. Wir sollen jetzt verlassen das Feld und folge der Markierung. Gut. Und folgen wir der Markierung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich habe da nämlich jetzt nicht gelesen, was wir machen sollen. Wir werden aber mal ein bisschen in die Außenansicht wieder gehen, dass wir ein bisschen mehr Sound haben. So, was haben wir da? Tierhaltung. Normalerweise befinden sich der Tierhändler im Dorf. Um uns den langen Weg zu ersparen, haben wir ihn in der kurzen Hand hierher versetzt. Öffne nun Tierhändler und kaufe 5 Schweine. Okay, das kann ich nur im Dorf nochmal so machen und ich soll 5 Stück Schweine kaufen. 1150, perfekt. So, schließen. Schweine produzieren Gülle, die du zum Düngen deiner Felder benötigst. Außerdem können Tiere beim Metzger verkauft werden, wobei sich der Wert nach dem Zustand der Tiere richtet. Fahre nun zum Schweinestall und sieh dir deine neuen Tiere an. Okay. Schauen wir mal. Die laufen da herum. Das schaut wieder ein bisschen besser aus. Dies ist der Schweinestall. Oben rechts kannst du den Zustand der Tiere und ihren täglichen Bedarf an Futter oben rechts. Ah, okay, da. Futter, Wasser, Stroh ablesen. Je wohler sich die Tiere fühlen, desto mehr produzieren sie. Wie du siehst, sind die Schweine heute noch nicht gefüttert worden. Es ist höchste Zeit, das nachzuholen. Passt. So.
Hole den Wasserteiler von der Garage. Gut. Das wird das blaue Fass sein, schätze ich jetzt einmal. Genau. Das Zeug stellen wir wieder heraus her, weil sonst geht es ja wieder irgendwie nicht abkuppeln. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen die letzten Male. Ich bremse schon die ganze Zeit. Halt, schade, dass man, ich weiß nicht, ob man Bremslicht, das sieht man ja, glaube ich, nicht so richtig. So, ankuppeln. Der Wasserdreher dient primär der Tierversorgung und kann am Brunnen auf dem Hofgelände aufgefüllt werden. Das ist wieder so eine unnötige Aufgabe, meiner Meinung nach. Wenn ich am Hof schon einen Brunnen habe, dann lege ich doch gleich eine Wasserleitung darüber, weil da brauche ich ja noch kein eigenes Wasserfass. Außer das Wasser, befülltes Wasser mit mindestens 500 Liter. Ja, so. Sehr gut, das frische Wasser wird den Durst der Schweine stillen. Fahre direkt zum Rück zum Schweineschall, um die Tiere damit zu versorgen. Wir machen ihn natürlich gleich voll. Anhänger entladen. So, muss ich da rückwärts reinschieben oder kann ich da eh vorwärts ranfahren? Bin ich mir jetzt nicht sicher. So, Anhänger entladen. Tiere benötigen neben Wasser natürlich auch Futter. Die Schweine kannst du mit Mais aus dem Mais-Silo füttern. Zum Transport benötigst du den Korn-Trailer, der vor der Scheune neben dem Bauernhaus abgestellt ist. So, aber bevor wir jetzt die Tiere mit Mais füttern, würde ich sagen, mache ich einen Cut und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.